Weiter geht's in der Mine von Let's Play. Rise of the Tomb Raider. Wie kommen wir hier wieder raus? Oh Mist. Und jetzt? So wohl nicht. Verflixt. Außer wir finden eine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Die Mine ist eine Abkürzung zu Jacobs Dorf. Aber mittlerweile wünschte ich mir, ich wäre den normalen Weg gegangen. Problem ist halt, wir wurden nicht wirklich gefragt. Ich musste hier lang. Was? Bewegen? Manche Objekte können bewegt werden. Ah, okay. Versteh schon! Hab mir schon gedacht, dass es entweder darauf gehen muss oder da drüben bei der Eiswand. Soll mir recht sein, das Ganze. Was haben wir denn hier Schönes? Könnte nützlich sein. In der Tat, ein Kampfmesser. Sehr hübsch. Und vor allem sehr scharf. Seil abschneiden. Ah, ich erinnere mich. Wir hatten schon an einer anderen Stelle ein Kampfmesser gebraucht. Optional für ein Secret. Damals hatten wir es noch nicht. Aber jetzt können wir Seile abschneiden. Ich frage mich halt, warum Lara nicht auf die Idee gekommen ist, das einfach mit ihrem Bogen oder mit einer Schusswaffe zu machen. Aber egal, ne? Ist ja nur ein Videospiel. Schlitz und Schnapp. Schon ist der Schniedel ab. Okay, in dem Fall jetzt nicht. Sondern lediglich der Aufzug. Und den benutze ich jetzt, um da hochzukraxeln. Ja, wenn der Aufzug nicht funktioniert, dann nimmt man eben die Treppe oder in dem Fall die Eiswand. Ist halt so. So bleibt man jung. Alles okay. Hoffentlich ist jetzt die Gefahr fürs Erste gebannt. Aber ihr seht schon, dass die Mine hier kräftig wackelt. Also sicher sind wir hier mit Sicherheit nicht. Ich bitte um die frühestmögliche Bestätigung dieser Berichte. Seit der Entdeckung der Ruinen haben wir keine Anweisungen bekommen. Die Untersuchung der Artefakte und Schriftrollen von der Fundstelle gehen weiter. So unwahrscheinlich es ist, scheinen wir die Ruinen der legendären Stadt Kitesh entdeckt zu haben. Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise auf eine Art Erlösergestalt. Wenn ich die Texte richtig interpretiere, war es ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Byzanz floh. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich führte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Wir auch. Und vielleicht wissen wir schon mehr, als wir zu wissen glauben. Ich hatte ja schon mal meine Vermutungen geäußert. Ich denke, wir kennen den Propheten bereits. Aber mal abwarten. Vielleicht sollen wir auch bloß getäuscht werden. Könnte das ein Teil der verlorenen Stadt sein? Wir werden es bald erfahren. Und was ist das denn Krasses? Mega cool. Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen, auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern, nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Die Sowjets haben also große Maschinen hier herunter abgeseilt. Okay. Aber wie? Wie haben sie all das geschafft? Und was haben sie gefunden? Es wird ein großer Aufwand betrieben, so viel steht fest. Oh oh, Falle.
Na, wie gut, dass wir seit dem letzten optionalen Grab eine Fähigkeit haben, die uns so etwas anzeigt. Ein neues Basislager entdeckt. Wieder getrennt. Ich hoffe nur, Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, aber trotzdem habe ich Hoffnung. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle. Könnte sie wirklich hier sein? Tun wir erstmal was für unsere Verteidigung. Feldsanitäter. Schnellere Heilung. Und dann schauen wir uns die Waffen an. Bei der Pistole ist alles in Ordnung. Beim Sturmgewehr könnte man mal aufrüsten. Schussfrequenz beispielsweise. Und die Nachladegeschwindigkeit. Ja, so passt's. Und so geht's weiter. Oh, was ist das für ein tolles Wandgemälde? Das Wandbild zeigt den Propheten, wie er in Konstantinopel predigt. Ich muss ja sagen, dass der Prophet eigentlich auch ziemlich, ja, einer gewissen Person ähnlich sieht. Also meine Vermutung, die ich geäußert hatte, die könnte stimmen. Unglaublich. Oh nein. Was machen die da? Verlorenen Stadt. Die Quelle muss irgendwo hier unten sein. Oh. Wir können also fortan Rauchgranaten herstellen. Ja, nice. Aber werden wir die gleich hier brauchen? Ich glaube, den Lappen können wir auch so erledigen. Helm, ne? Verdammt. Okay, dann werfe ich jetzt meine Rauchgranate. So, schnell hinterher. Das war zwar laut, aber wohl nicht laut genug. Die anderen haben nichts bemerkt. Das wollte ich jetzt nicht. Oder einen Weg in die Hölle. Oh, die haben wir ja mega nice gekillt. Der lebt noch? Jetzt nicht mehr. Ich dachte, die sind beide gestorben. So kann man sich irren. Trotzdem, das haben wir jetzt echt mega geil gemacht, finde ich. Und wir haben Fertigungswerkzeug gefunden. Was ist das? Upgrade-Werkzeuge. Werkzeuge schalten, neue Waffen-Upgrade. Ränge für alle Waffen frei. Verbessern Sie Waffen in Basislagern. Oh, yay! Sehr cool. Dadurch werden wir jetzt natürlich viel, viel stärker. Gefällt mir. Aber was zur Hölle geht hier ab? Wir haben versucht,
dieses Tor zu öffnen. Und ich muss auch sagen, dass die einen gigantischen Aufwand dafür betreiben. Allein dieser Kran dort drüben. Genossen, eine Antwort auf meine Berichte ist unerlässlich. Wir benötigen hier dringend Vorräte und Verstärkung. Ein Aufstand ist in vollem Gange. Die Gefangenen kontrollieren die Ausgrabungsstätte und die umliegenden Anlagen. Als Vergeltung habe ich Massenhinrichtungen der einheimischen Gefangenen angeordnet. Mit etwas Glück legen diese Rebellen die Waffen nieder und ergeben sich, um ihre Landsleute zu retten. Also man sieht schon, es ist ein bisschen eskaliert damals. War aber eigentlich auch zu erwarten. Und jetzt? Was wird jetzt geschehen? Werden wir das Geheimnis lüften? Fürs Erste wäre ich zufrieden, wenn meine Steuerung funktionieren würde. Ich kann mich nicht bewegen. Ach, alles halb so wild. Die Batterien meiner Tastatur waren leer. Kommt vor. Bevor wir jetzt weitermachen und weiter forschen, werde ich mich hier nochmal ganz genau umsehen, um sicherzustellen, dass wir nichts übersehen haben. Denn leider wird auf der Karte nichts eingezeichnet. Was aber eigentlich auch ganz logisch ist. Schließlich befinden wir uns an einem streng geheimen Ort, von dessen Existenz viele Leute gar nichts wissen. Aha, Munition, das kann sich schon mal sehen lassen, aber ich suche eher nach Reliquien oder Dokumenten. Hier hinten vielleicht. Ja, tatsächlich. Mir ist klar geworden, dass unsere Kommunikation sabotiert wurde. Ihr habt meine Nachrichten vermutlich schon länger nicht erhalten. Aber ich sende weiter, wie es meine Pflicht ist. Einheimische haben uns an mehreren Fronten angegriffen, nachdem wir sie mit den Hinrichtungen ihrer Leute unter Druck setzen wollten. Es sind weit mehr, als wir je angenommen haben. Es ist klar, dass sie von der anderen Seite des Berges kommen und ihre Revolte schon seit Jahren gut geplant haben. Wir sind ohne Strom und Wasser und der Winter steht bevor. Die von uns, die noch hier sind, reisen bald ab. Wir haben einen Zug und wir werden so viele Aufzeichnungen und Artefakte mitnehmen wie möglich. Die Sowjets haben die Leute unterschätzt und haben das teuer bezahlen müssen. So gehört sich das. Aber jetzt wollen wir herausfinden, woran sie dran waren. Was befindet sich hinter diesem Tor? Es muss doch der Eingang zur verlorenen Stadt sein, oder nicht? Frage ist nur, wie kommen wir da rein? Wenn es schon die Sowjets nicht geschafft haben. Die Höhle ist übrigens sehr, sehr beeindruckend, aber das Eis schmilzt und es könnte jederzeit ein fetter Eisbrocken auf mein hübsches Köpfchen fallen. Da müssen wir aufpassen. Was für eine uralte Tür. Vor mir hat schon jemand versucht, die Tür zu öffnen. Ja. Mit verschiedenen Werkzeugen. Lastern. Gongs, sogar einem Kran. Da komme ich jetzt erstmal nicht weiter, deswegen werde ich versuchen, hier drüben irgendetwas zu finden. Obwohl, war das eine gute Idee? Puh. War ein bisschen knapp. Der Laster ist aber auch echt ungünstig platziert. Warum ist das Seil gerade an den gespannt worden? Verstehe ich nicht ganz. Naja, seien wir froh. Ohne das Seil wären wir jetzt nicht hier. Aber, warte mal. Ist das eine Sackgasse? Der Truck ist an der Tür verankert. Er könnte schwer genug sein, um sie aufzubrechen. Ah, ich verstehe, was du meinst. Stimmt. Wir müssen den Laster runterstoßen. Denn dadurch bricht dieses Siegel hier. Das machen wir, indem wir... ...den Waggon an das Seil spannen.
in Schwung holen. Aber ich fürchte, vorher muss der andere Waggon verschwinden. Der steht dann ein bisschen ungünstig. Also, mach einen Abflug. Was ist denn da drüben eigentlich? Wie kommt man da hin? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, auch wenn es mich durchaus interessieren würde. Hierüber vielleicht? Nee. Unmöglich. Ich hoffe, wir finden das noch raus. So, jetzt erstmal Schwung holen. Sollte reichen. Und schnipp. Kabums! Ah, das sieht gut aus. Das weniger. Holy shit. Eigentlich wollte ich nur einen Laster hinunterschubsen. Jetzt sind es zwei geworden. Aber gar nicht mal schlecht. Jetzt kommen wir nämlich dahin. Klasse. Apropos klasse, hier. Der Schatten. Der Verlauf des Schattens. Finde ich sehr gut gemacht. Und drüber mit dir. Das sieht so aus, als ist das hier ein riesiger Palast. Total cool. Aber ich weiß nicht, ob wir schon alle Trinity-Leute gekillt haben. Wir sollten nach wie vor vorsichtig sein. Warum sage ich's? Wow, 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 was geht da ab? Sie wissen, dass ich hier bin? Scheiße. Die Granate kannst du dir sparen. Was ist das? Ein Kanister? Okay, dann benutzen wir den nochmal für unsere Zwecke. Boom! Weil das jetzt ehrlich gesagt nicht so viel gebracht hat. Headshot. Das war's noch nicht. Da kommen neue. Was haben wir denn Schönes? Ist das eine Rauchgranate? Nee, das ist die andere. Boah, die haben jetzt sogar schon... Rotpunktvisiere. Damit können sie natürlich genauer treffen. Ich muss mich mal heilen. Mann, ich hab hier gar nichts. Nichts Brauchbares. Ich muss weg da. Ich muss weg da. Hier, daraus können wir einen Molly machen. Schnell. Oh Mann, diese Granaten. Wie viele haben die von denen? Verdammte Drecksau. Waren das jetzt endlich alle? Fuck. Die haben mich jetzt doch ganz schön unter Beschuss gehabt. Man muss aber auch sagen, ich hatte kaum Möglichkeiten, mich irgendwo zu verstecken. Vielleicht hätte ich da auf dieses Benzinfass schießen sollen, aber das habe ich gar nicht gesehen. Wegen dem Rauch. Naja, was soll's. Sie sind mit der Drucksituation da ganz gut umgegangen, finde ich. Nichts Wildes passiert. Alles okay. So, und jetzt die große Plünderung. Klar, hier liegen überall Flaschen rum und Büchsen und weiß der Geier was noch alles, aber ich konnte meinen Platz ja kaum verlassen, weil es so viele waren und die mir auch ein bisschen überlegen sind. Und jetzt tatsächlich schon mit Rotpunktvisieren antanzen. Karte aktualisiert. Ein Monolith. Jetzt ergibt es einen Sinn, wenn ich diesen Anweisungen folge.
Münzverstecke. Ja, okay, ist schön und gut, aber ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass da steht, wie wir die Stadt betreten können. Wenn sie es denn ist. Sagen wir es neutral. Ich will herausfinden, wie wir das Tor öffnen können. Aber ich denke, wir müssen da lang. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja. Oh oh. Oh, springen! Und festhalten. Meine Güte. Ein goldenes Schwertheft, verziert mit Juwelen, gehörte einem byzantinischen Adligen. Schwert eines Vaters. Was eine Beschreibung. Die Klinge ist in der Nähe des Griffs abgebrochen. Ist das im Kampf passiert? Ja, höchstwahrscheinlich, oder? Das fällt doch nicht einfach so ab. Ja, jedenfalls seltsam. Oh oh. Das ist mir nicht geheuer. Aber ich muss springen. Okay, alles gut. Ich dachte, dass die Säulen umkippen. Das ist jedoch glücklicherweise nicht passiert. Wäre ja noch schöner gewesen. Oh oh, Falle. Also mittlerweile muss ich echt sagen, dass diese zusätzliche Fähigkeit, die wir da bekommen haben, aus dem zuletzt gelösten optionalen Versteck, dass sie sich echt lohnt. Okay. Wir sollten diesen Vorratsschuppen jetzt demnächst mal besuchen. Schon seit geraumer Zeit sagt mir das Game nämlich, hey, geh da hin, du kannst dir was kaufen. Sollten wir tun. Da waren nämlich doch ganz coole Sachen dabei. Unter anderem eben auch ein Rotpunktvisier für Lara. Da liegt einfach mal eine Bergungsgutkiste rum. Die erste, ne? Die allererste hier in diesem Gebiet. An alle, die diese Nachricht erhalten. Ich werde bald tot sein und damit auch alles wissen über diesen Ort. Eine Flucht war nie möglich. Wir stiegen für unsere lange Reise in den Zug und mussten feststellen, dass nur wenige Kilometer vom Berg entfernt die Schienen, die wir auf Kosten so vieler Toter verlegt hatten, verschwunden waren. Seit Monaten haben die Einheimischen die Schienen vorsichtig abgebaut und diesen Ort in Vorbereitung ihrer Angriffe isoliert. Wie ihre kostbaren Ruinen werde auch ich bald von Schnee begraben und vergessen sein. Da ist die Bestätigung. Die Sowjets sind gescheitert, weil ihre Arbeiter die Überhand gewannen. Sehr schön, muss ich sagen. Da ist gleich die nächste Falle. Und eine Sackgasse? Ach so. Wir müssen da hoch. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass da eine Eiswand war. Oh, Kacke. Oh, super, das sind die Typen mit dem Schild. Eine Rauchbombe. Eine Rauchbombe ist jetzt genau das, was ich brauche. Ja, genau. Verdammtes Schwein. Die sind mittlerweile echt ziemlich stark, diese Drecksäcke. So, Rauchbombe. Damit erledige ich mal den hier. Zumindest hatte ich gehofft, dass das funktioniert. Hat es aber nicht. Moment, der läuft in den Rauch rein und macht sich trotzdem keine Gedanken. Scheiße. Bin ihm immer ausgewichen. Scheiße, das ist vorbei. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen abdrängen lassen, muss ich zugeben.
machen wir denn jetzt? Irgendwie funktioniert nämlich der Ausweichkonter auch gar nicht. Ich mach mir einfach eine neue. Rauchbomben for the win. So, und jetzt baller ich. Mit der Axt hat's nämlich nicht funktioniert. Diese Dinger respawnen ziemlich schnell, ne? Ach, da oben ist einer. Deswegen hat er mich auch so gut treffen können. Der hat den perfekten Überblick. Okay, ich glaube, wir sind safe. Ach, von hier sind wir gekommen. Ah, jetzt bin ich im Bilde. Okay. Alles klar. Die Kiste war vorhin aber nicht da. Oder war doch? Wenn, dann bin ich, Idiot, da ziemlich blind dran vorbeigelaufen. Okay, Guys. Es bleibt spannend hier bei Let's Play Rise of the Tomb Raider. Im nächsten Part geht's weiter.